Science Slam. Mein Name ist Thomas Kronschläger und ich bin Literaturdidaktiker an der TU Braunschweig. Aber wie Sie vielleicht an diesem ersten Satz schon gehört haben, komme ich ursprünglich aus Wien. Und aus Wien bringe ich Ihnen auch meine letzte sprachwissenschaftliche Arbeit mit, nämlich das Entgendern nach Fettberg. Das Entgendern nach Fettberg ist eine kurze, auch mündlich einfach verwendbare Form der geschlechtsneutralen Sprache, die ich dann anwende, wenn ich das Geschlecht einer Person nicht kenne oder das Geschlecht einer Person gerade nicht relevant ist. Und immer wenn ich diese kurze, knackige Definition vorstelle oder wenn ich sage, dass ich zum Thema Gendern forsche, bekomme ich diese Reaktion. Oh Mann! Jetzt ist es in der Germanistik unsere Leidenschaft zu erkennen, was in den Wörtern drinnen steckt. Und Mann kann ich auch lesen als männlich, als nominale Norm. Und das bedeutet nichts anderes als das sogenannte generische Maskulinum. Das sogenannte generische Maskulinum wäre eine praktische Erfindung der deutschen Sprache, weil ich damit einerseits eine Person bezeichnen kann, ohne ihr ein Geschlecht beizufügen, und ich kann ihr gleichzeitig auch ein Geschlecht beifügen. Das heißt zum Beispiel im Wort Fahrer, damit kann ich eine Person meinen, die einen Wagen lenkt und keine Aussage über ihr Geschlecht treffen, oder ich kann damit meinen, dass ich einen Mann meine, der einen Wagen lenkt. Das wäre an sich eine praktische Erfindung des Deutschen, allerdings funktioniert sie in der Praxis leider oft nicht. Und das ist etwas, das können Sie jederzeit selbst an einem kleinen Experiment nachweisen. Bitten Sie eine bestimmte Anzahl von Personen, sagen wir 20, um Folgendes. Nennen Sie mir Ihre drei Lieblingsschauspieler. Und dann bitten Sie 20 andere Personen um dasselbe, allerdings leicht verändert. Nennen Sie mir Ihre drei Lieblingsschauspielerinnen und Lieblingsschauspieler. Und Sie werden sehen, die Ergebnisse werden sich immer signifikant unterscheiden. Denn was wird passieren? Nichts anderes, als dass Sie im zweiten Durchgang wesentlich mehr Frauen erwähnt finden als im ersten Durchgang. Was haben wir hier gemacht? Wir haben eigentlich geschlechtergerechte Sprache angewandt. Wir haben Frauen sichtbar gemacht. Jetzt ist es allerdings so, also wir wissen das schon lange und das deutsche Bundesverfassungsgericht immerhin seit 2017, dass wir es mit mehr als zwei Geschlechtern zu tun haben. Und das stellt uns natürlich vor die Frage, wie gehen wir damit sprachlich um? Und da gibt es schon einige Vorschläge, die auch schon in den öffentlichen Diskurs Eingang gefunden haben. Ich habe Ihnen da jetzt mal eine Auswahl zusammengestellt. Das sind die häufigsten Formen, würde ich sagen. Da wäre zum einen der statische Unterstrich. Im Singular Fahrerin. Im Plural Fahrerinnen. Mit den Personalpronomen sie, er und den Possessivpronomen ihr, seine und dem Fragepronomen welche. Die Sternform 2 oder Asteriskenform 2 funktioniert ähnlich wie der statische Unterstrich oder Gender Gap. Die Sternform 1 allerdings funktioniert leicht verändert. Hier wird die Form aus dem Verb gebildet. Also hier hätten Sie Fahrstern, im Plural Fahrsternstern, mit dem Personalpronomen Stern, dem Possessivpronomen Sterns und dem Fragepronomen Wäschstern. Und dann gibt es noch die X-Form. Die klingt folgendermaßen. Fahrix im Singular, Fahrixes im Plural mit dem Personalpronomen X, dem Possessivpronomen Xes und dem Fragepronomen Wex. Sie hören schon, es ist doch eine starke Veränderung oder ein großer Unterschied zu den üblichen Formen und gar nicht so leicht auch zu produzieren oder mündlich wiederzugeben. Ich habe Ihnen aber eine Form versprochen, die Sie einfach verwenden können. Und das ist das sogenannte Entgendern nach Fettberg. Warum nach Fettberg? Ich habe es einfach nach der Person benannt, die es im öffentlichen Diskurs eingeführt hat. Und das ist Hermes Fettberg. Ein Wiener Aktionskünstler und Kolumnist, der seit 30 Jahren in seinen Kolumnen eine bestimmte sprachliche Form verwendet, die so einfach ist, dass sie fast nicht auffällt. Und die geht folgendermaßen. Der Leser oder die Leserin, das Lesi. Im Plural, die Lesis. Und an der Stelle könnte ich auch schon wieder aufhören, weil jetzt können Sie nach Fettberg entgendern. Aber so einfach machen wir es uns in der Germanistik natürlich nicht. Sie werden sich das sicherlich schon alle gedacht haben, dass es sich hierbei um eine Homomorphisierung der Endungen handelt und der konsequente Verwendung des Genus Neutrum, das heißt im Singular Wortstamm plus Y und im Plural Wortstamm plus Y plus S. An ein paar Beispiele. Raucherin. Das Rauchi. Im Plural die Rauchis. Arzt, Ärztin. Das Arzti. Im Plural die Ärztis.
Und wenn ich Sie bis jetzt noch nicht davon überzeugt habe, Sie also eine Kritikerin des Entgenderns nach Fettberg noch sind, dann wären Sie das Kritiki, im Plural die Kritikis. Wie hört sich das im Satz an? Sie werden sich sicherlich immer gefragt haben in Ihrer Schulzeit, warum die Beispielsätze in der Grammatik so blöd sind. Ich kann Ihnen das heute sagen, es macht uns großen Spaß, solche Sätze zu bilden. Ich habe mich auch bemüht. In den gängigsten Formen. Die Einbrecherin hat ihr sein Werkzeug in der Bibliothek vergessen. Mit der Sternform 1. Das Stern, Einbrechstern, hat Sterns Werkzeug in der Bibliothek vergessen. In der X-Form. Dex Einbrechix hat X's Werkzeug in der Bibliothek vergessen. Und nun, entgendert nach Fettberg, das Einbrechi hat sein Werkzeug in der Bibliothek vergessen. Was habe ich Ihnen gezeigt? Das Entgendern nach Fettberg ist eine kurze, auch mündlich einfach verwendbare Form der geschlechtsneutralen Sprache, die ich dann anwenden kann, wenn ich das Geschlecht einer Person nicht kenne oder das Geschlecht in der Kommunikationssituation gerade nicht relevant ist. Und damit bedanke ich mich für Ihre geneigte Aufmerksamkeit, verehrte Dortmundis, verehrte Berlinis, verehrte Hamburgis, verehrte Braunschweigis. Vielen Dank.